Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Neben der Flashback-Spielerkarte von Marco Reus haben wir auch heute eine weitere Silberstars-Karte mit Harrison Marcelin. Natürlich hat er die maximale Silberstar-Bewertung eines Silberstars-Spieler 74 und wir schauen uns den französischen Spieler von Monaco mal im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 9.000 bis 10.000 Coins, also wirklich sehr, sehr günstig. Und schaut euch diese Karte mal im Detail an. Ich denke, viele sind vielleicht davon abgeneigt, weil er nur, in Anführungsstrichen, nur 78 Tempo hat. Aber guckt euch schon mal die Dev- und Physis-Werte an. 85, 88, das haben teilweise hohe Spezialkarten nicht. Wenn man dieser Karte tatsächlich einen Shadow gibt, ist das ein Innenverteidiger mit einer Bewertung von 90. Wirklich. Also, das ist schon sehr, sehr wild. Ihr habt hier einen Verteidiger mit enorm guten Werten. Natürlich ist er nicht schnell und ihr müsst ihm Shadow geben. Das steht außer Frage. Aber gebt ihm mal einen Try, gerade für 9.000 bis, weiß ich nicht, 10.000 Coins. Ihr macht damit nichts verkehrt. Probiert ihn aus. Auch vielleicht für euer Main Team. Kann er gar nicht so schlecht sein. Und für den Silbermodus, für jeglichen Silbermodus, ist diese Karte ziemlich OP. Das muss man einfach so festhalten. Wir haben ansonsten auch einen guten Reaktionswert, kurzer Pass. Also ist ein sehr, sehr guter IV mit den Arbeitsraten Mittel-Mittel. Ja, das ist okay. Mittel-Hoch wäre besser gewesen, aber das ist fein. 1,97 ist er groß. Wow. Da bin ich mal gespannt auf die ersten Reviews. Ich werde den sicherlich auch mal testen. Heute Abend teste ich zum Beispiel Marco Reus bei mir im Livestream auf Twitch. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung unter Socials. Ansonsten einfach mal auf Twitch 1Foot suchen, genauso wie hier auf YouTube. Okay, die Bedingungen in dieser SBC sind folgende. Wir brauchen einen Franzosen, Teamgesamtbewertung 81, Teamchemie 60 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt genau 7 Tage Zeit, diese SBC abzuschließen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir diese SBC erfolgreich abgeschlossen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit Harrison Marcelin. Und das soll es gewesen sein. Ihr könnt, wie gesagt, gerne ein Like da lassen auf Twitch, auf YouTube. Das ist natürlich für euch komplett kostenfrei. Kommentiert und liked gerne dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.